Herzlich willkommen zu Domain-Driven UX Design. Eine Kombi an Worten, die man in der Form wahrscheinlich eher selten hört. Und das ist genau der Aufhänger für diesen Talk. Warum sprechen wir über User Experience Design im Kontext von DDD? Weil Domain-Driven Design dieses Thema bisher straflässig vernachlässigt hat. DDD ist geschrieben worden 2003 von Eric Evans und 2004 veröffentlicht und geht sehr viel um die fachliche Komplexität, um die Business-Regeln und um die Strukturen auf strategischer Ebene und wie man sie in Code implementieren kann. UX war damals kein großes Thema und seit den letzten 15 Jahren DDD hat sich die Welt allerdings stark verändert, hin zu mobilen Geräten, zu immer smarteren Webanwendungen, wo Frontend und Businesslogik immer mehr zusammenschmelzen. Und wir sind heute in einer polyglotten Landschaft unterwegs, wo die meiste Business-Software aus vielen verschiedenen Teilen besteht und eher ein komplexes Gesamtsystem darstellt. Die User Experience und das UI-Design sind nicht länger einfach nur irgendwas, was ein Design-Team macht und hat gar nichts mit der Domäne zu tun, sondern je nach Business kann das sogar Teil meines Kerngeschäftes sein. Spotify lebt nicht davon, dass sie so toll wissen, was Musik ist, sondern da ist die User Experience ein Kerngeschäft, das sie haben. Ergo wird es mit der gesamten Firma gestaltet und modelliert. Moin. Einige von euch haben jetzt schon vorhin gehört, wer ich bin, und ich finde diese langen Introductions immer so ein bisschen nervig, deswegen gebe ich euch nicht meinen Karriereweg, aber ich mag einfach Business-Software bauen, bin seit über 12 Jahren dabei, Healthcare-Software in Deutschland zu bauen, habe vor 10 Jahren die deutsche DDD-Community gegründet in Münster und habe meine eigene Konferenz in Berlin, die Kandinsky-Konferenz, die letzten paar Jahre Domain-Driven Design-Experten zusammenbringt, und ich finde das Thema unglaublich wichtig, weil für mich Domain-Driven Design eine Philosophie ist. Und zwar die einzige wirklich sinnvolle Philosophie, die alle Methoden zusammen kombiniert, die man braucht, um gute Business-Software zu bauen. Das heißt nicht, dass DDD der einzige Weg ist, gute Software zu bauen, aber das heißt, alle anderen Wege haben Teile davon und DDD fasst sie gut zusammen. Wenn man DDD als Gesamtkonzept nimmt, hat man für meine Wahrnehmung in allen Bereichen von Strategie bis Taktik den richtigen Antrieb, um wertvolle Business-Software am Ende zu liefern. Genau, ich möchte in diesem Talk auf 4 Dinge eingehen. Domain-Driven Design als Ganzes, was ist DDD eigentlich, was ist der strategische Aspekt davon? Architektur, die in DDD auch backendseitig passiert und was das semantisch bedeutet. User Interfaces, wie man also Frontends gestalten kann, sodass sie trotzdem domaingetrieben sind und wie man das mit den Architekturen des Backends gut verbinden kann. Und am Ende die Designaspekte selber, Designsprache in DDD, alles zusammenführen. Am Ende ist es halt Full Stack, alles einmal durch die Brille von Domain-Driven Design betrachtet. Okay, Domain-Driven Design. Was ist Domain-Driven Design? Irgendeine Idee? In einem Satz? Man kann Domain-Driven Design sich quasi auf Deutsch übersetzen. Domänengetriebene Entwicklung, domänengetriebenes Design bedeutet, dass alles, was ich gestalte, was ich gestalterisch herstelle, von der Fachlichkeit getrieben ist, von den Bedürfnissen meiner Kunden, nicht aus technischen Gründen. Das bedeutet, wenn wir Komplexität finden, so wie der Originaluntertitel des Buches, Komplexität in der Software, die wir bauen, sollte immer aus fachlicher Komplexität heraus entstehen. Und diese Komplexität, die wollen wir nicht verstecken, sondern die wollen wir nach oben bringen, transparent machen, modellieren und in klare Worte fassen. Komplexität, die nur aufgrund von technischer Implementierung da ist, wollen wir abbauen und wenn wir sie nicht abbauen können, dann so weit abstrahieren, dass wir sie hinter die Domäne bringen, sodass sie die Domäne nicht beeinflusst. Das bedeutet, wenn man es konkret machen möchte, ich komme jetzt aus der Dienstplanung im öffentlichen Sektor, wenn wir sowas haben wie einen Schichtplan mit Wechselschichtregeln und ähnliche Dinge, da gibt es dann TVÖD 13 als Tarifregelung, deswegen folgende Lohnauswertung. Diese Regeln fassen 90 Bände an Gesetzbüchern, das ist ultra kompliziert. Trotzdem muss es richtig rechnen. Irgendwer muss diese Domäne bauen. Angefangen hat das bei uns in der Firma damit, dass jemand sagte, schreib die Daten doch einfach in die Tabelle, wo die Buchungen drinstehen. Ja, okay, das ist jetzt eine Nachtschicht. Ja, gib dir doch einfach die Buchungsart 2. Das haben wir noch nicht. Cool. Buchungsart ID gleich 2 ist Nachtschicht. Ja, und Änderungsart 5 bedeutet archiviert. Ja, aber was macht man denn dann, wenn eine gelöschte Buchung archiviert ist? Heißt das dann, wenn man sie wiederherstellt, ist sie dann wieder gelöscht oder macht das irgendwie Sinn? Und auf einmal hat man diese Datenmodelle, die immer größer werden und wo immer mehr Logik drin steckt und man muss halt wissen, ja, das heißt halt das und das. Die Komplexität, die ich im Code sehen kann, ist, hier habe ich eine Enhibernate-Komponente, die mit diesem Kafka-Stream redet und das Ganze wird da deployed und das Ding hat diese 3 Datenbank-Konnektoren und. Cool. Mal mir mal auf, was das System tut. Und ich kann dir genau technisch aufmalen, was es tut. Aber ich habe keine Ahnung, was es fachlich macht. Und den fachlichen Code muss ich extrahieren aus ganz viel Komplexität. Das ist das Gegenteil von DDD. Das ist genau, was wir nicht wollen. Was wir wollen, ist, diese ganzen technischen Abhängigkeiten so zu reduzieren, dass sie hinter semantischen APIs verschwinden.
Wenn ich sage, Ausbezahlen eines Übertrages, dann soll das eine Funktion sein, die ich so lesen kann. Ausbezahlen von in Klammern Übertrag. Cool. Von welchem Mitarbeiter? Ja, Mitarbeiter. Okay, auch ein neuer Typ. Das ist das, was die Leute mit dem taktischen Design meinen. Methoden, Klassen, Objekte so zu benennen, wie das, was sie in der echten Domäne sind. Und diese Sprache ist, na, die ist nicht global eindeutig. Was ist ein Kunde? Kunde ist ganz viel. Wenn du Kunde bist bei uns, du hast Träume und Wünsche und Sehnsüchte, muss ich die in meine Klasse bringen? Wahrscheinlich eher nicht. Hängt davon ab, was mein Business ist. Spotify sollte ein paar deiner Träume und Wünsche kennen, weil sie wollen dir entsprechend Werbung zeigen oder ähnliches. Aber muss das Payment-System von Spotify verstehen, was deine Wünsche und Träume sind? Eher nicht. Das heißt, was wir machen wollen, ist die Struktur unserer Firma und der Software an die Geschäftsregeln anlehnen. Das klingt immer so schön, ne? Align your business with your software with your business needs. Cool. Ja, und jetzt? Da gibt es ein Werkzeug im DDD, das nennt sich Bounded Context Map. Dafür muss man verstehen, was ein Bounded Context ist. Ich habe mal Amazon genommen als Domäne und ich möchte Bemazon gründen, den weltbesten Online-Retailer. Also in Bemazon haben wir am Anfang eine Domäne, Online-Shopping. Aber Online-Shopping besteht aus vielen kleinen Subdomänen. Eine Domäne ist Lieferwesen, Warenhaus, Shopping und Bezahlwesen. Das sind alles Subdomänen aus fachlicher Sicht, das heißt für sich genommen eigene Welten, in denen Experten und Techniker zusammen reden können und wir können dafür eine eigene Lösung bauen. Zwischen diesen Subdomänen gibt es Beziehungen. Klar muss das Shoppingwesen sagen können, hey, du musst das jetzt bezahlen. Aber mehr als, hey, du musst das bezahlen, brauchen die nicht von Payment verstehen. Vielleicht noch, wenn Payment nach 5 Tagen sagt, wurde nicht bezahlt, weil Shopping dann was anderes tun muss. Aber da gibt es eine kleine Schnittstelle, die ist sowohl sozio- als auch technisch. Also sie hat einen organisatorischen Grund und deswegen hat sie auch eine Implementierung. Aber diese Map gibt uns klar an, wie sind die Subdomänen miteinander verknüpft. Und Subdomäne kommt aus dem Problemraum. Problemraum klingt jetzt schwierig, aber das heißt eigentlich nur, das ist die fachliche Welt. Die existiert auch ohne Software. Ein Business hat den Problemraum, sie müssen Payments machen und Shopping und Lieferung. Die Lösungen, die wir bauen, das sind die Bounded Kontexte. Und idealerweise passen die Bounded Kontexte genau auf die Subdomänen. Also wenn ich sage, es gibt Shopping als Problemwelt vom Business und wir liefern eine Shopping-Software, die genau diese Problemwelt erfasst, fantastisch. Es gibt mehrere Gründe, warum meine Kontexte nicht immer passen auf eine Subdomäne. Die Business-Experten, die sich mit Payment beschäftigen, machen das seit 20 Jahren. Die haben es studiert. Das ist für die deren Zuhause. Die Softwareentwickler wissen, wie man Java 15, ich bin kein Java-Entwickler, das vorweg, wie man Java in der neuesten Generation baut und React-Framework draufsetzt. Mich mit der gleichen Komplexität so zu beschäftigen, dass ich sie genauso durchdringe, dauert Ewigkeiten und ist vielleicht sogar unmöglich in der Kürze der Zeit. Also kann ich sowas wie Payment unterteilen in Kreditoren- und Debitoren-Sektoren, mache dafür 2 getrennte Lösungen. Dann habe ich 2 Kontexte, die im gleichen Problemraum arbeiten. Das heißt, meine Bounded Context Map ist am Ende eine Karte, die so aussieht und die meine Lösungsräume aufzeigt. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, lasst mich meine Teams so strukturieren, dass ich ein Team aus Fachleuten, Designern und Technikern habe, die diesen Part bauen. Und einen, der diesen Part baut und einen, der diesen Part baut. Was nicht heißt, dass man pro Kontext ein Team braucht. Es kann ein Team alles machen. Wichtig ist nur, es können nicht 2 verschiedene Teams in einem Kontext arbeiten. Weil das ist ein mentales Modell. Wenn 2 getrennte Teams im gleichen mentalen Modell arbeiten, habe ich 2-mal dasselbe, aber anders und das kann nicht funktionieren. Jetzt ist es so, dass nicht alle den gleichen Wert haben, weswegen es das Konzept der Core Domain gibt. Für Amazon war Shopping am Anfang die Core Domain. Das heißt, das ist das, wo sie ihren Entwicklungspotenzial sehen, ihr Entwicklungspotenzial. Damit differenzieren sie sich vom Markt. Der Grund, warum sie am Markt sind, ist besseres Shopping, bessere Werbung, Produkte und so weiter. Delivery und Warehouse sind beide individuell für Amazon zu bauen. Das ist deren eigene Businesslogik, aber das ist nicht das Kerngeschäft. Das muss nur gut laufen, damit das Kerngeschäft gestützt wird. Wenn man das in seiner Kontextmap vermerkt, mitigiert das ganz deutlich die Erwartungen. Wenn wir hier ständig was ändern und ausprobieren wollen mit neuen Technologien, aber wir sind ja gar nicht das Kerngeschäft und die sagen da oben ständig, oh, müssen wir schon wieder die Schnittstelle anpassen, dann läuft was im Business schief. Weil die echte Karte sagt, hey, das ist das Kerngeschäft. Diese Teams sollten intrinsisch motiviert sein, diese Rolle zu erfüllen. Und genau dafür ist so eine Karte gut. Ich kann erstens transparent machen, was wäre gut. Und ich kann sehen, wenn Dinge nicht gut laufen, warum laufen sie nicht gut. Und mir überlegen, was wir ändern können. Also genau, Payment ist eine generische Domäne in diesem Fall jetzt. Generisch heißt, das sind die 3 Kategorien. Core, Supporting und Generic. Generisch heißt, das ist ein Problem, das ist nicht mal spezifisch für uns, sondern das haben alle gleich. In den meisten Firmen ist Payment eine generische Domäne. PayPal hingegen, da ist Payment die Core-Domain. Also, ne, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern immer firmenabhängig.
Und aufgrund der Beziehung, die wir haben, gibt es sowas wie Pairwise-Beziehungen. Die beiden hier schlagen gemeinsam fehl oder haben gemeinsam Erfolg. Die da oben haben eine Upstream-Downstream-Beziehung. Das heißt, Shopping dominiert die Kommunikation von beiden. Die sagen, so gehen die Nachrichten rüber. Folgendes Modell, folgende Fragen müssen wir stellen können. Und die müssen Downstream akzeptieren, was da kommt. Abhängig vom Grad des Upstreams, Downstreams, kann das extrem sein oder noch mit einer leichten Verhandlungsbasis. Aber es ist wichtig, diese sozialen Beziehungen zu mappen, damit man sieht, wir haben uns strategisch aufgeteilt nach den Plänen, wie die Firma sein soll und danach, wie auch die Teams tatsächlich emotional miteinander arbeiten. Genau das wird sich in Software wiederfinden. Zwischen den beiden kann ich Quellcode teilen, pairwise Beziehung. Die beiden haben das gleiche Gebäude, sitzen im gleichen Raum oder ist es vielleicht das gleiche Team. Da brauche ich keine Schutzschicht. Upstream, Downstream, wenn die Giftmüll in den Fluss werfen, sind die affektiert. Andersrum nicht. Also baue ich da einen Anti-Corruption-Layer ein. Das kann eine Person sein, die sagt, ihr redet nicht mit meinen Programmierern. Wenn irgendwas ist, sagt mir Bescheid. Ich bringe die Info rüber, so wie sie es verstehen. Es kann aber auch technisch sein. Ihr schickt mir Messages, großartig. Oh, jetzt schickt ihr mir E-Mails. Jetzt schickt ihr mir einen REST-Call. Ah, jetzt sind Zero-MQ-Nachrichten. Oh Gott. Und die da drin haben ihre SQL-Datenbank und beherrschen die voll gut und können aber mit den ganzen Nachrichtensystemen nichts anfangen. Der Anti-Corruption-Layer sammelt, was auch immer kommt, und sorgt dafür, dass es in dem Format nach innen weitergeht, wie das Team innen drin das gewohnt ist. Dann braucht sich das Team nicht anpassen an die ständigen Änderungen, solange bis es einen echten Businessgrund gibt, sich zu ändern. Das ist die strategische Planung vom Domain-Driven Design. Es ist nicht leicht, solche Karten zu erstellen, also das ist nicht mal eben gezeichnet, sondern da gibt es viele Kräfte, die dran zerren. Das ist für später oder einen anderen Talk, kann man eine ganze Stunde drüber reden. Aber das schon mal so als grober Überblick. Das ist das Wertvolle, wenn ich sehe, ich habe meine Sachen so aufgeteilt, kann ich in diesen Kontexten individuell überlegen, mit welcher Architektur und mit welcher Infrastruktur bauen wir da die Domäne rein, sodass wir das Verhalten stützen. Im Core-Domain-Part möchte ich die gesamte Arbeit auf die Domäne legen. Da will ich eine saubere Sprache. Ich will ganz klar die Konzepte immer wieder refaktorieren. In den Supporting-Domänen kann das wertvoll sein. Es kann aber auch sein, dass eine einfache CRUD-Anwendung genau das Beste ist, was ihr tun könnt. Und dann macht das einfach. DDD ist nichts, was man flächendeckend auf die gleiche Art und Weise einsetzen muss, sondern die strategische Analyse erlaubt mir zu planen, welchen Effekt ich wo haben möchte. Macht das soweit Sinn? Cool, später am Tag, ich weiß. Ubiquitous Language pro Bounded Context. Das eine einzige neue Konzept im ganzen DDD-Buch ist eine ubiquitäre Sprache pro Bounded Context. Alles andere davon kommt auch in anderen Pattern schon längst vor, ist nur gut zusammengefasst. Aber in einem Bounded Context, sagen wir Shopping, habe ich Programmierer und Fachleute und technische Dokumente oder Quellcode. Und in jedem Bounded Context muss die Sprache eindeutig sein. Wenn ich das Wort Kunde sage, was ist ein Kunde? Ja, ein Kunde hat einen Namen, eine ID, ein Alter, eine Liste von Dingen, die er bestellt hat, eine Schulden, die er bei uns hat, eine Lieferadresse und, all das. Ja, in welchen Kontext gehört der Kunde jetzt? Alle? Keinen? Ist ein eigener Kontext für sich? Keine Ahnung. Super schwer. Was man im DDD macht, ist zu sagen, Kunde in diesem Kontext ist ein eigenes Konzept und Kunde in diesem Kontext ist auch ein eigenes Konzept. Ich kann zwei getrennte Klassen bauen. Im Payment brauche ich doch nur, wie viel schulde ich denen und wie viel schulden die mir und fertig. Und eine Kontonummer oder Bezahlarten. Im Shopping brauche ich gar keine Bezahlarten. Da brauche ich nur Dinge, die mich auch sonst interessieren und Sachen, die ich bisher bestellt habe. Ich kann zwei getrennte Klassen bauen. Beide sollten über eine ID wie eine GUID, eine eindeutige ID, sich referenzieren, dass sie auf die gleiche natürliche Person verweisen können. Aber das Konzept Kunde ist in jedem Bounded-Kontext ein anderes. Kleiner Trick nebenbei, das macht eine schöne GDPR-Compliance, DSGVO-Compliance möglich. Sorry fürs Denglisch. Man kann die Stammdaten zu einem eigenen Kontext erklären und sagen, dass deine ID dieser Name bedeutet, ist einfach ein eigener Kontext. Weil im Shopping interessiert der Name nicht. Du möchtest einen Warenkauf aufmachen, du hast folgende Dinge gekauft, du, ich brauche deinen Namen nicht. Den Namen brauche ich nur für den Bildschirm. Aber den kann ich mir aus dem anderen Kontext holen und auf den Bildschirm packen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte gern vergessen werden, schmeiß den Schlüssel weg oder lösch die Informationen aus diesem Kontext, alle anderen Kontexte laufen weiter, die Person ist halt noch im System für Auswertung, aber nicht mehr identifizierbar als du. Das alleine ist nicht 100% rechtssicher, aber es ist ein guter Schritt in diese Richtung. Okay, was wir für ein Problem haben in der Regel ist halt, deswegen sieht man auch dieses Bild hier, Computer und Dokumente, Fachleute und Techniker alle involviert. Die Sprache geht häufig mehrere Wege. Fachleute reden mit Technikern und sagen, hey, wenn der Jahresurlaubsübertrag bei einer Pflegedienstleitung, blablabla, meine Domäne, und ich schaue in den Quellcode und sehe, for F to be E to blablabla, let, Kafka, SQL, das ist nicht dasselbe. Und jetzt muss ich im Kopf kompilieren. Und dieses Kompilieren kostet Energie.
ist wahnsinnig fehleranfällig und es ist vor allen Dingen repetitiv. Ich muss es immer und immer und immer wieder tun, wenn ich versuche, den Fehler zu verstehen. Und am Ende sehen wir, naja, dieser Code könnte vielleicht aus Versehen das richtige Verhalten haben gerade, aber wenn ich jetzt irgendwas ändere, drehen sich hier drei Geschäftsregeln um und es gibt kein 1:1 Mapping der Konzepte und bin der dann. Wer von euch hat sowas schon erlebt? Wer lügt? Okay, einige haben nicht aufgezeigt und das finde ich cool. Aber ich würde da gerne nachher noch einen Dialog drüber führen. Also, wir versuchen im DDD dieses Mapping im taktischen Bereich so klein wie möglich zu kriegen. Der strategische Part ist Kontexte, Sprache pro Kontext und so weiter. Aber was heißt ubiquitäre Sprache? Naja, ich will da in dem Quellcode dasselbe lesen, was die Leute da hinten sagen. Wenn das Mapping null ist, wäre es geil. Reine Prosa zu lesen, einen schönen Roman und der kompiliert, das wäre super. Da sind wir nicht, aber wir kommen verdammt nah dran. Ich habe mal eine schöne Domänensprache mitgebracht. Wer hat solche Objekte schon gelesen oder geschrieben? Oh, komm, bitte. Okay, also klassische Objekte in der objektorientierten Programmierung. Wir sehen was in der realen Welt. Ah ja, Customer, super geil. Wir wollen, dass der Customer auch kreiert werden kann. So Customer, Creator, Factory, Pattern, Bean, irgendwas. Again, I'm not a Java Developer. Aber wir sehen all diese Wörter, die Pattern ausdrücken. Decorator, Pattern, Supporter, Pattern, View, Controller, Container. Würden die Businessleute diese Wörter benutzen? Nein, also eine Trickfrage, natürlich nicht. Trotzdem schreiben wir sie bei uns in den Domänencode rein. Warum? Es hat einen guten Grund, damit der nächste Entwickler weiß, was für ein Pattern wir benutzen. Wenn du keinen Editor hast, ist das eine gute Idee. Du hast einen Editor, du kannst über dem Wort hovern, siehst das Pattern. Du kannst mit F12 reinspringen und dann siehst du, welches Marker-Interface drin ist. Es gibt tausend Wege, das zu markieren, ohne es in den Fließtext zu packen. Wenn ich also meinen Code in Benutzung sehe, muss ich ständig mit meinen Augen all diese Pattern rausfiltern und diese Arbeit möchte ich mir gar nicht machen. Also weg mit den Dingern. Jetzt ist viel besser geworden. Thirst Quencher, Living Space Separation, Multibud, was? Oh, wir haben ein Problem. Der Multibud-Supporter war tatsächlich ein Domänenkonzept. Das Supporter-Pattern war da gar nicht gemeint. Wenn ich Fabriken verwalte und ich habe eine Factory und dann habe ich eine Factory-Factory, habe ich echt ein Problem, weil ich nicht mehr weiß, was das Wort bedeutet. Also das alleine reicht nicht, sondern eigentlich wollen wir diese Wörter benutzen. Das ist, was die Business-Experten sagen. Die Fachleute reden gar nicht über Thirst Quencher, sondern die sagen Glas. Glas ist ein Material, aber das meinen wir gar nicht, sondern in unserem Kontext Wohnzimmer ist ein Glas immer was zum Raustrinken, nicht das physische Material alleine. Also, mal ein schönes Beispiel, wie das im Code aussehen kann. Das ist jetzt C-Sharp, es tut mir total leid, damit müsst ihr jetzt leben. Wir haben hier ein Customer Repository mit einer Methode getCustomer by Year of Birth, DateTime Year of Birth, und wir wollen das gerne domaingetriebener machen. Was könnten wir tun, um das besser zu machen? Gibt keine falschen Vorschläge. Perfekt. So, erste Verbesserung. Customer Repository ist ein Weasel Word. Ne? Repository ist eine technische Struktur. Raus damit. Customers ist, was es repräsentiert. Customers get by year of birth. Geht's noch besser? Genau. Datetime raus, einen eigenen Typ dafür. Year oder year of birth. Nicht mal ein Int, weil ein Int wäre die falsche, ne, Repräsentation. Mach einen eigenen Typ draus, klar. Genau, aus Innumerable Customer einfach Kundenliste machen und so weiter und so fort. Ich gebe noch ein paar Sachen vor. Das Get können wir loswerden, weil immer wenn ich was aus dem Speicher hole oder aus einer Datenbank, gette ich das. Das hat keinen semantischen Effekt. Wenn ich irgendwas schreibe, sette ich das. Das ist aber nicht, was im Business passiert. Niemand settet was, sondern ich habe einfach eine Geburtstagsliste oder eine Mitarbeiterliste, nicht Get-Mitarbeiterliste, so redet niemand. Bei Year of Birth ist redundant und eigentlich sagen Leute doch Born In. Es gibt einen Trick im DDD, der nennt sich Model Out Loud. Wenn du Code geschrieben hast, lies ihn mal laut vor, wenn du ihn benutzt. Dann bekommst du nämlich Folgendes. Statt zu sagen, Repo ist Customer Repo und C ist Repo, get by year of birth, new daytime, 1980, bla bla bla, kriegst du all customers, turning 50, all customers born in year of 1968. Das ist Prosa. Das ist ein englischer Satz, den ich aussprechen kann. Ich habe eine Konstruktormethode geschaffen, da gebe ich ein Int rein, das macht mir ein Ja-Typ. Born in nimmt diesen Ja-Typ und all customers ist einfach der Name der Variable des Customer Repositories. Das heißt nur customers. Das ist sehr, sehr domänengetrieben. Das ist jetzt eine Zeile Code und schon deutlich entspannter zu lesen für jemanden, der nicht genau weiß, worum es hier gerade geht. Und wenn wir jetzt sagen, naja, hier oben der Datentyp, klar, definitiv falsch, aber warum schreibe ich hier Year of und nicht einfach New Year? Da grinst schon einer. New Year ist ein Feiertag und in unserer Domäne sind Feiertage extrem wichtig. Das war der ganze Grund dahinter.
Wenn man davon jetzt nicht nur eine Zeile hat, sondern 300 Zeilen Code in so einer Methode, soll ja vorkommen, dann liest sich das wie eine Geschichte. Turning 50 is all customers born in year of bla und dann payout dividend to all customers or to turning 50 customers und bla bla bla. Ich lese einfach, was passiert fachlich. In dem Moment, wo sich die Story mit technischen Begriffen mischt, wie store to lambda irgendwas, kriegt mein Gehirn mit, oh, hier läuft was schief, hier habe ich gerade zwei Abstraktionsebenen gemischt, Technik und Business. Und genau das wollen wir trennen. Das heißt, das ist ein super Weg, um deinen Code aufzuräumen, taktische Pattern anzuwenden, um lesbaren Code zu kriegen aus Domänensicht. Und noch cooler, wir schreiben unseren Code deutsch, weil unsere Domäne ist das deutsche Healthcare-System, also das Gesundheitswesen. Und da ich die ganze Zeit Deutsch rede, nehme ich an, ihr sprecht Deutsch. Also, does anybody not understand me? Okay, cool. Ihr müsst das jetzt nicht innerlich checken, das ist korrekt, das schwöre ich, aber ein Mitarbeiter ohne weitere Regeln bekommt Urlaub gemäß Bundesurlaubsgesetz. Grunddaten sind ein Szenario, Mitarbeiter mit Geburtsdatum und so weiter. Stelle Regeln auf im offenen Zeitraum mit Berechnungsmodus nach Tagewoche. Diese ganzen Methoden und Objekte sind nicht irgendwelche Cucumber-Abstraktionsmethoden, die dann später interpretiert werden müssen. Das sind die echten Domain-Kreationsmethoden. Die werden auch im echten Business-Code benutzt. Wir schreiben einfach Methoden, die eins zu eins uns die Dinge geben, die wir haben wollen, in der Semantik, in der wir sie brauchen, damit Business Code kein technischer Code mehr ist, sondern kompilierbare Semantik. Neat. So, darum geht es jetzt in diesem Talk nicht, deswegen gehe ich nicht tiefer darauf ein, aber wenn Fragen sind, super gern nachher. Aber das ist, weswegen wir es machen. Wir wollen diesen lesbaren Code haben. So, und jetzt ist der ganze Grund dahinter Code in Harmonie mit dem Business. Das heißt, ich will nicht mit dem Business streiten und sagen, das geht aber nicht, weil technischer Grund, sondern wenn er mir sagt, die Regeln haben sich geändert, will ich die Regeln lesen, ändern können und sagen, ah, ist klar, haben sich geändert. Pair-Programming mit einem Nicht-Programmierer macht richtig viel Sinn. Er liest den Text und sagt, das ist falsch, weil er es verstehen kann oder sie. Das gibt hohen Internal Trust. In meinem Bounded-Kontext haben Fachleute und Programmierer eine intelligente Einheit, gemeinsames Verständnis von dem Inhalt, über den sie reden. Es gibt immer noch technischen Code, den kein Fachmensch versteht, und das ist okay. Aber über den gucken wir nicht, während wir über die Fachlichkeit reden. Und ich möchte sicher sein vor externen Einflüssen. Das heißt, in meinem Bounded-Kontext entscheiden wir als Team, welche Infrastruktur wir nutzen, wie wir die Sachen implementieren und lassen uns nicht von dem Team da hinten sagen, dass unser Objekt jetzt aber folgende Dinge braucht. Nein, das ist unsere Klasse, nicht eure. So, das führt dann zu Architekturmustern. Also das war jetzt DDD taktisch und strategisch eingeführt. Schon Schocker kriegt mit der Zeit. Architekturmuster. Klassische Dreischichtenarchitektur. Wer nutzt klassische Dreischichtenarchitektur? Datenbank, Domäne, UI? Ne? Ein bisschen mehr als die Hälfte, also zwei Drittel, voll gut. Okay, klassische Dreischichtarchitektur. Wir haben eine SQL-Datenbank, in meinem Fall Microsoft SQL, mit dem OR-Mapper an die Domäne gekoppelt. Und dann habe ich eine Fassade, wo ich Create, Read, Update, Delete an ein UI mache. Und da kann ich Dinge bearbeiten, Save und Reload drücken und habe einen glücklichen Kunden. Oder auch nicht. Wo gehört die Business-Logik hin? Ja, Domäne, ganz genau. Ab in die Domäne mit der Business-Logik. Naja, aber weil das Laden aller Domänenobjekte lange dauert und wir die ganzen Daten in der UI schon haben, ich will ja Validierung haben beim Tippen. Live, ich tippe und das soll ja validieren. Wir können nicht immer alles hin und her schicken. Also geht ein bisschen Logik auch in die UI. Und weil wir eine ganze Menge Buchungen über 10 Jahre ansammeln, so Dienstpläne sind groß, wir können die nicht alle in die Domäne laden. Wann immer was passiert ist, geht ein Trigger in der Datenbank los und feuert eine Stored Procedure ab. Das gibt's auch. Also ein bisschen Business-Logik ist in der Datenbank. Und weil unsere Software halt mit ihren 10, 12 Jahren auf dem Buckel auch inzwischen nicht mehr ganz so und nicht alles perfekt, geht ein bisschen Business-Logik in den Kopf des Users, der weiß, das kannst du erst machen, wenn du den Abschluss gespeichert hast. Den Knopf darfst du nicht drücken, bevor du nicht und XY. Dieser Part ist am schwersten zu refaktorieren, weil die Refactoring-Tools dafür nicht so prickelnd sind. Was machen wir also jetzt, mit welcher Architektur gehen wir da dran, wenn wir domänengetriebener arbeiten wollen? Es klingt erstmal so, als wenn hier der Anfang ist, ja? Domäne, domängetrieben, super gut. Aber oft ist ja die grüne Wiese nicht, wo wir anfangen. Die allermeisten Projekte starten nicht from scratch und los geht's, sondern ich habe ein Projekt, das ist 20 Jahre alt, 3 Millionen Zeilen Code und es ist ein Cluster from. Was machen wir an der Stelle? Ein einfacher Einstieg wäre zu sagen, lass uns an der UI bearbeiten und eine Task-Based UI machen. Ich kann hier Namen, Alter, Employee, ja, nein, bearbeiten und speichern drücken. Was heißt das, wenn ich den Haken rausmache, den Namen verändere, die Zahl verändere und speichern drücke? Keine Ahnung. So kann ich kein Businessverhalten steuern. Ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, Task-Based etwas zu tun. Statt einer Checkbox könnte ich an der Stelle einen Button hinmachen, der heißt Dismiss, wenn der eingestellt ist. Und wenn er nicht eingestellt ist, könnte ich Hire machen. Das heißt, man kann jede Person einstellen oder entlassen, abhängig, ob sie gerade bereits eingestellt ist. Dann hätte ich halt statt dieser Liste hier einen Knopf. Und wenn ich den Knopf drücke,
dann geht so ein Ding auf, dismiss Coworker Marco Halmeshoff, please provide reason, dismiss, fertig, entlassen. Task-based UI, da kannst du nichts machen, außer sagen, entlassen oder abbrechen. Und du hast hier alle nötigen Eingabefelder. Im echten Leben wäre das komplexer, aber fürs Beispiel reicht's. Das heißt, ich kann an so einer Stelle, wo ich Checkboxen habe, anstatt zu sagen, Daten bearbeiten und speichern, einen semantischen Knopf machen, den man drückt, dann geht eine Mini-UI auf, die mir genau diese Aufgabe abnimmt. Und wenn ich jetzt Dismiss drücke, kann ich ein Kommando zum Server schicken, statt einfach nur Daten. Ich kann ein semantisches Objekt schicken und da kommen wir zu CQRS und Event Sourcing. Warte, ich mache es ja nochmal auf, kannst ein Foto machen. Dann kommen wir zu CQRS und Event Sourcing. CQRS und Event Sourcing ist ein Architekturpattern von 2008. Das heißt Command Query Responsibility Segregation. Wer hat das schon mal gehört? Oh, geil, es wird immer mehr. Also das heißt einfach nur, dass ich trenne mein Objektmodell, ein Modell für das Verhalten, ein Modell für die Datenabfrage. So wie mit dem CQS-Pattern, ja, eine Methode sollte nicht Daten verändern und ein Ergebnis liefern, sondern entweder oder machen. Das Ganze geht auch auf komplettem Objektmodell. Meine gesamten Objekte machen entweder Businessverhalten oder ich kriege aus ihnen Daten. Bedeutet einfach nur, mein Kundenobjekt zum Beispiel liefert mir nicht Bildschirminformationen und gleichzeitig habe ich daran Methoden, die Verhalten auslösen, sondern ich habe ein, vielleicht ist es nicht mal das Kundenobjekt, vielleicht ist die einzige Regel bei Kunden, der Name darf nicht doppelt sein. Also habe ich ein Kundennamen-Uniqueness-Objekt in meiner Domäne, aber ich habe das Kundenobjekt in dem Read-Model, weil diese Daten brauche ich für den Bildschirm. Und Event-Sourcing heißt, dass der Zustand der Objekte aus Ereignissen kommt und nicht in dritter normalen Form gespeichert wird. Hier ist das schöne Bild dazu. Happy dabei. Wir haben unser Task-Based-User-Interface. Entlasse Marco. Das Kommando geht zu einem technischen Command-Händler und der Command-Händler weiß, folgendes Domänenobjekt ist zuständig. Das Marco-Entlassen-Objekt. Oder das generelle Mitarbeiter-Entlassen-Objekt. Das Domänenmodell sagt, Marco ist angestellt, also kann man ihn entlassen. Cool. Und feuert das Ereignis ab, Marco wurde entlassen oder Mitarbeiter wurde entlassen, Marco an diesem Datum mit folgendem Grund. Und das Ereignis kann ich projizieren in ein Read-Model. Ein einfaches Read-Model wäre halt eine Datenbanktabelle. Immer wenn das Ereignis passiert ist, Mitarbeiter wurde entlassen, Name, gehe ich in die Liste der Angestellten und lösche ihn aus der Liste der Angestellten. Ein anderes Read-Model ist vielleicht die Liste der entlassenen Angestellten. Da add ich das jetzt. Und wenn ich sage, ich möchte ein Read-Model haben für alle in den letzten 10 Jahren Entlassenen, kann ich alle Ereignisse nehmen und da rein projizieren. Das Schöne ist, ich muss jetzt noch nicht wissen, wofür ich die Daten haben will. Ich merke mir, was alles passiert ist und kann jederzeit sagen, ich habe eine Idee. Ich bräuchte eine Graphendatenbank, aufgebaut aus den Beziehungen der entlassenen Leute von früher. Cool. Schreib dir einen Projektor, der die Sachen da rein projiziert. On Event, do stuff. Und dann ist egal, ob das in Memory ist oder in einer SQL-Datenbank oder das kann man sich dann frei überlegen. Das ist CQRS im Schnelldurchlauf. Das Event Sourcing heißt jetzt, dass der Zustand meiner Domäne nicht einfach gespeichert wird. Ich habe nicht in der Datenbank eine Liste der Angestellten, sondern meine Datenbank ist die Liste aller Dinge, die geschehen sind. Wenn ich sage, ich möchte Marco entlassen, muss das Domänenmodell sich alle Events holen von entlassenen und eingestellten Mitarbeitern, durchgehen und dadurch eine Liste projizieren, von wer ist jetzt eigentlich noch eingestellt. Wenn ich die projiziert habe, kann ich jetzt eine Operation darauf machen. Dann ist es halt, als hätte ich einen Zustand geladen. Liste von Ereignissen und Zustand sind austauschbar miteinander. Aber die Liste von Ereignissen bietet mir deutlich mehr Möglichkeiten. Und nein, das ist nicht langsam, falls die Frage kommen sollte. Genau, das ist CQRS in a nutshell. Jemand da eine Frage zu? Cool. Gut, wie gesagt, für weitere Fragen, gerne auch nach dem Talk, bin ich ja noch hier. Der wichtige Part hier ist, dass das Ganze nachrichtenbasiert ist, und zwar mit semantischen Nachrichten. Diese Kommandos sind Klassen. Der Klassenname ist semantisch, was ich tun möchte. Entlasse Mitarbeiter. Und die Properties sind ID des Mitarbeiters, Datum und Grundtext. Bestelle Warenkorb, ID der Produkte, Menge und ID des Mitarbeiters, Kunden und so weiter. Das gleiche gilt für die Ereignisse und hier kann ich Queries stellen und kriege Responses zurück. Das sagt nichts darüber aus, wie ihr die Technik implementiert. Das kann REST sein, JSON, XML, pure Klassen serialisiert. Das ist die technische Überlegung, die ihr jederzeit ändern könnt. Aber innerhalb der User Interfaces gibt es das semantische Objekt, im Read Model ebenfalls. Kommen wir zum User Interface. Domain-Driven UX Design, darum geht es ja gerade. Backend haben wir jetzt abgehandelt. Das sind so die klassischen Dinge, nicht die einzigen. Es gibt noch deutlich mehr Muster da, aber eine Stunde ist nur eine Stunde. Also User Interfaces. Wo gehört das User Interface hin? Welcher Kontext ownt das?
jeder hat sein eigenes. Oh, das gibt schöne Software, lass uns das machen. Wir überlassen jedem Team, seine eigene UI zu bauen. Und dann liefern wir die Software aus. Das sieht richtig scheiße aus am Ende. Also ihr habt total recht. Jeder Kontext hat seine eigene UI in dem Rahmen, wo es für diese UI unique ist, also wo nur die Leute entscheiden können. Das heißt, beim Payment möchte ich vielleicht das Ganze als einen Kassenbon darstellen. Die Entscheidung kann hier oben keiner treffen und das interessiert auch keinen. Hier oben möchte ich beim Shopping vielleicht richtig schöne Fotos oder 3D-Animationen haben. Bei Delivery will ich einen Lieferschein, der leicht lesbar ist, auch wenn Regen drauf fällt, ausdrucken können und so. Ich habe ganz andere Bedürfnisse in den jeweiligen Bereichen. Und ich will genau diese Dinge so darstellen, wie ich weiß, dass sie für den User dieses Teils wertvoll sind. Aber es gibt auch die Webseite, auf der ich komposit all die Dinge zusammenpacke oder die Applikationsseite. Wenn man sich Spotify anschaut oder Amazon, Amazon hat Payment, Shopping, Delivery und so getrennt. Aber du siehst es nicht, weil sie eine gewisse Art von Designsprache haben, die sich gleicht. Und die ist ein eigener Bounded-Kontext. Der wichtigste Part ist jetzt als User, ich habe meine User-Journey durch diese gesamte Story hindurch, durch das gesamte Business hindurch. Meine User-Journey, wenn die User-Journey so sein sollte, dass ich genau in den Kontexten mich bewege. Ich gehe auf die Shopping-Seite, bestelle Dinge. Wenn ich fertig bin, poppt bei Payment einfach ein Kassenbon auf. Ich drücke bezahlen, hat bezahlt. Dann kommt der Lieferschein und ich kann sagen, cool, drucken oder nicht. Wenn das so ist, brauche ich keine weiteren User-Journey als Bounded Context, sondern dann gehört das tatsächlich vollständig in diese Kontexte rein. Ja. Nichts. Das war eine gute Frage, ich wiederhole die mal. Was würde dagegen sprechen, das Haupt-User-Interface, das alle anderen koordiniert, in die Core-Domain zu stecken? Der Konjunktiv ist wichtig. Erstmal spricht nichts dagegen, wenn du feststellst, dass das die Core-Domain ist. Wenn das Spotify hat als Core-Domain die User-Experience, da ist das definitiv in der Core-Domain drin. Bei Amazon ist das nicht die Core-Domain, sondern die User-Journey ist etwas, was wichtig ist. Core-Domain ist, ich muss dir die richtigen Produkte vorschlagen. Das ist deren Kerngeschäft. Also, wenn ich diesem Kerngeschäft jetzt die Verantwortung gebe, mach das so gut, wie du kannst. Nimm die AI, Forscher, die besten Entwickler. Aber apropos, wann immer die hier unten die Breite von ihrem Ding ändern, möchte ich, dass du dir kurz die Zeit nimmst, auch deinen Div breiter zu machen. Das ist eine Abhängigkeit, die ist ja falsch. Das ist ja gar nicht Core Domain, sondern das ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, durch Modellierung findest du heraus, ist das Teil der Core Domain oder ist das ein separates Thema? Und genau darum geht's. Es wäre nicht richtig oder falsch in der Core-Domain, sondern wenn es Teil der Core-Domain ist, dann macht das Core-Domain-Team das. Wenn die User-Journey aber was ist, wo wir ein eigenes Team für haben, ich sag mal, ihr beide hier macht User-Journey. Ihr geht raus zu den Benutzern, ihr interviewt die, ihr macht grafische Zeichnungen und dann erklärt ihr den Leuten in den Fachdomänen, wie das Ganze für den User sich anfühlt und aussieht. Und die sagen, okay, cool, aber was ihr euch da vorstellt mit, ich mache erst das, dann das, das darf nicht passieren. Wir dürfen das erst erlauben, wenn das schon durchgeführt ist. Okay, fairer Punkt. Mit ein bisschen Wechselspiel kommen wir dazu, dass eure User Journey sich für den User gut anfühlt und mit den Regeln innerhalb eines jeden Bounded Contexts auch kompatibel ist. Es geht ja bei Bounded Contexts um Mapping von Verhalten. Die sagen, bestelle Warenkorb, also eine Bestellung auslösen, und die kriegen das Ereignis, Bestellung wurde ausgelöst. Irgendwie haben die eine Kommunikation. Eine Bestellung ist hier was Veränderliches, eine Bestellung ist hier was Unveränderliches. Soweit hat jeder die Hoheit über seinen eigenen Inhalt, trotzdem müssen sie interagieren. Das gleiche gilt für die User Journey, eventuell. Halt nicht zwingend. Wenn die User Journey sich anders verhält als die Regeln, als konkretes Beispiel zum Beispiel Dienstplanung wieder, wenn du Krankenpfleger bist, dann willst du Urlaub einreichen. Und dann willst du sagen, hey, ich bin im Urlaub, jetzt muss jemand anders sagen, ich finde Ersatz für dich. Fertig. Ich muss nur aus der Liste den besten Ersatz finden. Die Regeln intern, da gibt es ganz krasse Business-Regeln und ganz krasse Dinge. Wann darfst du überhaupt freimachen, wann nicht und wie viel Prozent von was müssen jetzt wohin? Das interessiert den User alles nicht. Das zu mischen ist also fatal, weil man Komplexitäten kombiniert, obwohl es eigentlich zwei getrennte Dinge sind. Eine sehr einfache UI und ein komplexes Backend, das Regeln erfüllen muss. Und genau dafür kann man dieses Muster anwenden, zu sagen, die User-Journey wird ein eigener Kontext. Cool. Ich habe in der Vergangenheit viel experimentiert mit Technologien und jetzt alles im Microsoft-Umfeld, aber wir haben WinForms probiert, Metro, WPF, aber auch Angular und dann React. Irgendwann haben wir serverseitiges HTML probiert und all diese Dinge waren so, ich habe nicht den Weg gefunden, eine gute Domain-Driven UI zu bauen, sondern ich habe halt irgendwie Daten auf dem Bildschirm dargestellt und war meistens von Komponenten abhängig, die mir sowieso vorgeben, wie ich sie zu benutzen habe. Und dann habe ich Elm gefunden. Elm ist eine Programmiersprache und ich will die Programmiersprache jetzt nicht benutzen. Wir haben schon genug im Einsatz. Aber die Architektur, die Elm mitbringt, die Elm-Architektur, nennt sich auch Model View Update.
Und das Model View Update Pattern passt so unglaublich gut zu dem CQRS Event Sourcing Pattern. Wenn man das eine nachrichtengetriebene Pattern im Backend hat, kann man sehr gut Model View Update im Frontend nutzen. Kurze Einführung in MVU. Ein Model. Ein Model in dem Elm-Architektur ist eine Datenstruktur, die unveränderlich ist. Also die Liste der Produkte, die ich bestellen möchte. Unbearbeitbar, ist einfach das Datenmodell. View ist eine Funktion, die bekommt das Datenmodell rein und abhängig vom Inhalt rendert die etwas. Das heißt, gelöschte Kommentare sind grau, nicht gelöschte Kommentare sind blau. Das kann man ganz einfach, React macht das genauso. Ich gebe Daten rein und ich rendere sie auf eine gewisse Art und Weise deklarativ. Wenn ich dann über einen Button hovere oder klicke oder so, was ich nicht machen darf, ist das Modell bearbeiten, weil das Modell ist immutable, unveränderlich bei Definition. Was ich mache ist, on click, on hover, on alles mögliche, ich schicke ein Ereignis in die Runtime, die sagt, du hast auf diesen Button geklickt. Dafür muss ich jetzt folgende semantische Nachricht an die Update-Funktion schicken. Und die Update-Funktion ist auch wiederum nur rein funktional, die bekommt die Nachricht und das aktuelle Modell. Ich habe einen nicht gelöschten Kommentar, ich klicke auf löschen. Was passiert? Die Nachricht, lösche Nachricht, geht ins Update-Modell zusammen mit dem aktuellen Modell. Die Update-Methode sagt, ist eine nicht gelöschte Funktion, nicht gelöschter Kommentar. Die Methode ist löschen, also setze ich es auf gelöscht und ich gebe ein neues Modell in die Anwendung rein. Hier ist ein neues Modell. Gleiche Struktur, anderer Inhalt. Die geht wieder in die Renderfunktion. Und dieser Kreis ist komplett funktional, komplett stateless. Ich habe nie mutable state in der Mitte, wo ich irgendwas verändere, sondern ich reagiere nur auf Nachrichten und gebe immer neue Objekte zurück. Das wirkt initial aufwendig, weil ich könnte doch einfach das Ding verändern, oder? Dann lebe ich aber mit all den Nachteilen, die mir mutable state geben. Und so habe ich immer ein sauberes Objekt und kann es rendern und bin happy. Jetzt wäre eine Anwendung, die man so baut, ziemlich isoliert, weil sie kann keinen Wert speichern, laden, irgendwas. Also gibt es in der Runtime natürlich Seiteneffekte. Das heißt, wenn von außen jemand sagt, ich habe den Kommentar schon mal von einer anderen Anwendung gelöscht, kann der Server natürlich was in die Runtime schicken und ohne, dass der View gerade was geklickt bekommt, wird auf einmal das Modell neu gerendert und bupp, ist der Kommentar weg. Aber es fühlt sich für den User halt richtig an, weil das ist genau das, was du in dem Moment brauchst. Um es ein bisschen verständlicher zu machen, das Modell ist etwas, was wir technisch schaffen, um eine Abbildung zu kreieren, nämlich die der User sehen soll. Dann kann der User Nachrichten schicken und sagen, run away, do something. Und ich habe eine Update-Methode, die sagt, hey, wenn dieser Befehl kommt und das mein aktueller Zustand ist, muss ich Folgendes machen. Ändert das Modell, woraufhin der View direkt wieder neu gerendert ist. Das ist eine sehr einfache Architektur, die nachrichtenbasiert ist. Und das macht es so wunderschön. Mein Server muss nicht wissen, wie meine Objekte im Frontend heißen oder wo sie liegen. Mein Frontend muss nicht wissen, wie irgendwelche Dinge im Backend heißen. Ich kann Messages und Commands hin und her schicken und die nudeln in die jeweiligen Systeme rein und sorgen dafür, dass die Updates so passieren, wie sie sollen. UI und Backend werden zu so einer Infinite Message Loop, voll funktional. Und auf einmal ist die Wahl der Programmiersprache und sowas relativ egal geworden, weil Kommandos, Events, Queries, Responses ist alles, was man braucht. Ja. Ja, klar, aber während du ihn tippst, ändert er sich ja nur in dem Text-Area-Feld. Das heißt, das ist eine reine Browser-Komponente oder was auch immer für eine Technologie. Da passiert ja noch nichts. Bis du dann fertig bist, senden drückst oder daneben klickst oder tab oder rausgehst. Wenn du sagst, du willst auf jedem Tastendruck eine Live-Validierung haben von einem längeren Text, dann machst du genau das. Dann wäre dein Tastendruck eine Message und bei jedem Tastendruck machst du ein Update und tauscht halt die Textkomponente aus durch die geupdatete Textkomponente. Das sind zwar viele Nachrichten, dann passiert viel in deiner Anwendung und du tauscht oft diesen State aus, aber de facto passiert da nicht mehr, als dass immer wenn du einen Buchstaben drückst, tauscht du den State durch einen Text mit einem Buchstaben mehr. Und der Garbage Collector macht, dass das Ding, was du nicht mehr brauchst, sofort verschwindet. Also da ist kein Problem. Wir bauen damit riesige Anwendungen, komplette Business-Anwendungen und die laufen schneller als mit den meisten WinForms-Komponenten. Also das ist, du kannst halt jede Browser-Optimierung nutzen, die dir einfällt an der Stelle. Beantwortet das deine Frage? Schaust noch kritisch. Natürlich. Genau. Du hast natürlich rein technisch hier in der View Komponenten, die irgendwas verändern. Du hast einen Datetime-Picker, wählst was aus und da ändert sich ein State in der Komponente. Aber die Komponente ist nicht Teil deines Modells. Für dich ist so, hey, ich habe folgendes Datum ausgewählt. Noch keins. Bis du im Datetime-Picker ein Datum auswählst, dann geht eine Message los, die sorgt dafür, dass die Update-Funktion das ausgewählte Datum verändert. Jetzt hat dein Modell das Datum und rendert deinen Datetime-Picker auch mit dem neuen Modell drin.
dass der temporär einen transienten Zustand haben kann, ist unwichtig in deiner Architektur. Das ist so lange unwichtig, bis daraus irgendeine Resolution kommt. Okay, cool. Gut, genau, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt eine Frontend-Architektur, Messages und Methoden und Verhalten und Validierung, und wir haben eine Backend-Architektur. Und wenn sich eine Regel ändert, man darf nicht mehr als 5 Produkte auf einmal in den Warenkorb tun. Das muss in der Validierung funktionieren und im Backend. Der erste und einfachste Weg wäre, mach das manuell. Einfach viel Disziplin mitbringen, das klappt schon. Haben wir probiert, hat nicht funktioniert. In dem Moment, wo ich daran denken muss, dass ich 2 Codebasen immer wieder synchron halten muss, werde ich definitiv scheitern. Jeder, der glaubt, das kriegen wir hin, weil wir machen ja Code-Reviews, wird seltener scheitern, aber er wird scheitern irgendwann, er oder sie. Was man tun kann, ist seinen eigenen Code-Generator schreiben. Haben wir auch probiert. Ist eine geile Idee, klappt auch total gut, ist nur ein Mörderaufwand. Wir haben dafür gesorgt, dass wir unseren Abstract-Syntax-Tree parsen von unserem Domänenmodell mit den ganzen Regeln, Verhalten, Daten, und wir transformieren das in JavaScript und haben dann auf einmal JavaScript, das wir nutzen können, um in unserem Frontend das exakt gleiche Verhalten zu haben. Das ging total gut, solange wir nur Kommandos, Events und Queries abbilden wollten, also reine Datenstrukturen. Das ist easy. Das kann wirklich jeder erstjährige Student. Du liest einen Text von einer Klasse und du bringst ihn als Java-Text raus, fertig. Das ist einfach. Sobald Verhalten dazu kommt und ich wirklich einen abstrakten Syntax-Tree habe, wird es unendlich kompliziert. Wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, um es gut genug zu haben für einfachste Validierung, die nicht viel Business-Logik haben. Kaum kommt eine Regeländerung, dachten wir uns, ach, okay, das manuell zu synchronisieren dauert jetzt 3 Minuten, den Abstract Syntax T Parser, die nächsten 2 Wochen Projekt wieder weg. Okay, wir haben es irgendwann sein gelassen. Wir fanden Leute, die das für uns getan haben. In .NET gibt es dafür Fable, was zum Beispiel F-Sharp per Babel in JavaScript übersetzt. Ich habe keine Ahnung, was es in der Java-Welt gibt, aber da Java mehr Tooling hat als .NET, gehe ich ganz stark davon aus, ihr habt Transpilierer, die eine Sprache in eine andere Sprache übersetzen. Baut das bitte nicht selber, außer ihr habt echt Lust auf die Schmerzen oder das als Hobbyprojekt. Aber dafür gibt es Open-Source-Projekte. Wenn es keine gibt, startet eins und invitet Leute, dass sie mitmachen. Was wir hier gemacht haben, und jetzt sorry für den F-Sharp-Code, ignoriert das einfach, dass das F-Sharp-Code ist. Wir haben hier Code, der funktional sagt, ich möchte ein Span mit einem String Hello auf den Bildschirm bringen. Und per Fable entsteht automatisch eine Exportfunktion View, die ein Span mit dem String Hello auf den Bildschirm bringt in JavaScript. Fertig. Das lesen wir nie mehr. Ja, Fable macht den Code von JavaScript so schön, dass man ihn bearbeiten könnte, aber why? Wir haben das Ganze in .NET geschrieben und jetzt können wir die exakt gleiche Funktion nutzen, physisch derselbe Quellcode im Backend. Wir können aber die gleiche Funktion nach Referenzieren im Frontend benutzen, weil wir einen Transpiler haben, der immer, wenn wir bilden, das Backend liest und in die Sprache übersetzt, die wir im Frontend benutzen. Und wenn dann da was nicht läuft, weil wir einen Bug haben, müssen wir halt das da oben reparieren, den Transpiler. Das heißt, der wird immer und immer besser und irgendwann ist er so gut und dieser hier ist produktionsready. Und auf einmal brauche ich nicht mehr die gleiche Sprache benutzen im Front- und Backend, was halt sonst ein Hindernis wäre, weil ich würde gerne Webseiten bauen. Mein Backend ist aber Java. Java ist jetzt nicht so besonders bekannt dafür, die schönsten Webseiten zu generieren. Dafür nimmt man React oder Angular oder keine Ahnung was. Finde einen Transpiler und du kannst deine Business-Logik einmal coden und doppelt benutzen. Cool, wenn das nicht geht, ne, viele andere Wege dazwischen. Es gibt das ganze Step-by-Step, von manuellem Synchronisieren bis zu vollautomatischer Transpilierung. Immer der Trade-off von, lohnt sich der Aufwand und wie hoch ist das Risiko? Und das ist eine Kurve, die man entscheiden muss. Es ist nicht immer richtig oder falsch, sondern es ist immer ein Trade-off. Und das ist nicht kostenfrei hier. Wir haben jetzt eine Abhängigkeit an einen Transpiler. Aber das ist es für uns deutlich wert. Das heißt, dann haben wir am Ende so ein Bild. Das Model hier ist einfach ein Int. Ich möchte jetzt mal so einen Counter haben, den man hoch und runter zählen kann. Unser Model ist also einfach ein Int mit 0. Die View-Funktion kriegt ein Model rein. Und was sie sagt ist, gib mir aus dem Model den String, also toString, was auch immer drin steht. Damit würden wir einfach die Zahl dargestellt bekommen. Und ich habe 2 Buttons, die onClick mir Increment und Decrement als Message schicken. Im View geht die Message an die Update-Funktion. Die Update-Funktion nimmt die Message und das Model und sagt, wenn die Message Increment ist, return das Model plus 1. Wenn die Message Decrement ist, return das Model minus 1. Und das geht dann sofort wieder in die View-Funktion, wo dann wieder gerendert wird. Damit hätte ich einen Counter. Klicke ich auf Plus, geht der Counter hoch. Klicke ich auf Minus, geht der Counter runter. Infrastruktur fertig. Soweit so einfach. Dieses Model, was ich hier habe, nehmen wir jetzt also mal den Shopping Cart als Beispiel. Der Shopping Cart ist gleichzeitig auch im Backend ein Objekt, die Liste aller Shopping Carts von allen Kunden. Ich kann die exakt gleiche Datenstruktur nutzen für mein Read Model und wenn du mein Read Model queries und sagst, gib mir mal den Shopping Cart für diese GUID, dann habe ich ein Dictionary oder in Java eine Map, glaube ich, Key to Value Map,
Ja, cool. Das heißt, gib mir mal die ID, dann gehe ich in die Map rein und für die ID nehme ich das Objekt, was da drin ist, serialisiere das, schicke es an den Client und der kann das Objekt nehmen, weil das ist sein Modell für die Darstellung. Und ich reuse den kompletten Code. Die gleiche Struktur. Das heißt, ich brauche es nur einmal modellieren und ich habe es im Backend und im Frontend gleichermaßen drin. Dasselbe gilt fürs Domainmodell. Verhalten, das da drin ist, man darf nicht mehr als 5 Produkte bestellen, kann auch eine Validierung in der Update-Methode werden. Ich sage, pack noch eins rein, die Update-Methode sagt, mehr als 5 geht nicht. Nicht jede Validierung in der Domäne macht auch Sinn im Frontend. Viele Dinge sind ja auch Kollaborationsregeln. 2 Leute dürfen nicht gleichzeitig XY, das kann ich hier gar nicht abprüfen. Aber alles, was halt für eine Person gilt, kann ich im Fach und im Frontend gleichermaßen benutzen. Okay, wie implementieren wir Informationen? Das ist jetzt ein bisschen viel Text. Das gleiche Beispiel von gerade, ich sagte Warenkorb, nehmen wir mal hier, wir haben eine Konferenz, Call for Papers, Abstracts, es gibt Organizers, es gibt Available Slots for Talks. Wir haben einfach eine Datenstruktur, die wir im Frontend nutzen können. Die gleiche Datenstruktur gilt im Read-Model. Die Projektionslogik hier, das heißt, wenn wir sagen, wir haben eine Liste von Ereignissen, weil wir im Backend ja mit Events arbeiten, ist, wir hätten ein Initial State, das ist eine Empty Conference, was auch immer das dann heißt, überall Default-Werte. Aber wenn ein Event passiert, nehmen wir den aktuellen Zustand der Konferenz und sagen, match mal das Event mit Talk was proposed, dann returnen wir einen neuen State und sagen, fügt den Abstracts einfach dieses Abstract hinzu. Ich kann mir eine Funktion schreiben, die sagt, hier ist eine Liste von Ereignissen. Je nach Ereignis verändere dein State auf folgende Art und Weise. Wenn noch nichts passiert, ist mein Shopping Cart leer. Tu Produkt in Shopping Cart, naja, nimm die Liste plus das Element. Nimm Produkt aus Shopping Cart, okay, ich nehme das Ding und lösche es aus der Zeile raus. Ich muss nicht mal prüfen, ob es drin ist, weil meine eigenen Events habe ich erzeugt, weil ich sie ja vorher geprüft habe. Das heißt, wir können aus einer Liste von Ereignissen ganz einfach mit so einer Funktion, mit einem, das wäre in Java ein Switch-Case-Statement, glaube ich, gehen einfach durch, je nachdem, welche Message kommt, ändere deinen State auf diese Art und Weise und return den State. Das Coole daran ist, wenn wir in unserem Frontend sind, wenn wir starten unsere Anwendung, fragen wir den Data-Server oder das Read-Model, hey, gib mir mal den aktuellen Zustand. Und ich kriege ein Datenmodell. Ich kriege nicht einen Eventstrom. Ab jetzt kann ich aber sagen, und subscribe auf alle Events und ich muss nicht immer wieder abfragen, wie ist der aktuelle Zustand, sondern wenn ein neues Event passiert ist, kann ich bei mir live die Projektion machen. Klar kann das asynchron laufen, aber ich habe die Option zu sagen, ich möchte das tun. Ein Riesenvorteil, wenn ich eventually connected bin. In dem Moment, wo ich nämlich disconnected bin, kann ich trotzdem auf der UI weiterarbeiten. Wenn alle Aktionen Events werfen, kann ich das Event weiter projizieren. Meine Daten ändern sich, wie sie sich ändern sollten, obwohl ich gar nicht verbunden bin. Und sobald die Connection wiederhergestellt wird, kann ich sagen, okay, jetzt schick mal alle Events ab, die du produziert hast und sagst, hey Server, bitte akzeptiere die. Und dann hole ich mir das komplette Datenmodell nochmal neu, weil wer weiß, was andere inzwischen getan haben. Oder je nach Komplexität kann ich auch nur die Kommandos abschicken und sagen, lass die mal durch den Server laufen. Also das ist eine Architekturentscheidung. Aber das heißt, ich kann, wenn ich meinen kompletten State darauf basieren lasse, dass ich aus Events projiziere und ich die gleiche Sprache schreiben kann in Front- und Backend, weil ich transpiliere, kann ich sagen, ich kriege eine Reihe von Ereignissen und kann daraus immer wieder meinen Zustand herstellen und ich muss den nicht immer vom Backend abfragen, sondern Backend und Frontend werden so ein bisschen eine Sache. Macht das soweit Sinn? Genau. Genau, völlig klar. Also es gibt Dinge, die du nur im Backend pushen kannst. Wenn im Backend was passiert, wie Kollision festgestellt von 2 Usern, das kannst du im Frontend ja gar nicht machen. Das ist natürlich was nur von hinten kommen kann und deswegen an der Stelle, wenn du eventually connected bist, hast du noch andere Architekturprobleme zu lösen. Du musst halt strategisch entscheiden, wie lange kannst du so arbeiten. Es gibt Dinge, da ist das egal. Ich habe mein Dokument, meine persönlichen Benutzereinstellungen. Ja, die kann ich so lange bearbeiten, wie ich will. Worst-Case-Szenario, du hast auf deinem Rechner und auf deinem Handy die Seite offen, bearbeitest sie parallel, sind aber gerade beide offline. Dann sagst du speichern, machst beide Rechner wieder online. Ja, und dann, ne, was passiert jetzt? Dafür gibt es halt im Backend eine Business-Regel. Was ist, wenn die Sachen parallel kommen? Was soll dann geschehen? Machst du einen Mitigations-Fallback, sagst du Last in Wins, Optimistic, Pessimistic Locking, da gibt es verschiedene Strategien. Aber du hast durch diese Möglichkeit von Domain-Driven User Interfaces mit semantischen Nachrichten die Chance zu sagen, ich will den State immer laden oder hey, jetzt möchte ich gerne auf Ereignissen basiert meinen Zustand live weiter projizieren und muss halt nicht diese riesen Daten übertragen. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, aber nicht musst. Dasselbe gilt für Verhalten und ich glaube, jetzt möchte ich euch nicht mit zu viel F-Sharp nerven. Wir sagen einfach, wir haben eine Konferenz und wir möchten gerne sagen, die Wahlperiode für welcher Talks akzeptiert werden, ist jetzt fertig. Was tun wir also? Wir nehmen die Historie, also die
Liste von Ereignissen, die passiert ist, und projizieren sie über die Funktion, die wir gerade schon gesehen haben, die aus Ereignissen einen Zustand macht. Die Liste geht da rein und dieser State geht dann einfach in die Fachfunktion. Auf diese Art und Weise müssen die Fachfunktionen nichts von Ereignissen wissen. Die Fachfunktion sagt, ich habe eine Konferenz, wo der Call for Papers closed ist und die Voting Period finished, also sage ich jetzt, wurde wieder eröffnet. Cool. Ich muss nicht da auch noch Events projizieren. Ich kann halt sagen, die Projektion wird eine eigene Methode und dann kannst du die überall benutzen. Du musst die nur einmal schreiben, überall reusable. Und das sorgt dafür, dass ich mit dem Draft-Modus arbeiten kann. Jetzt kannst du nämlich sagen, ich möchte super komplexe Operationen machen, aber ich will die nicht alle über den Server jagen. Ich gehe jetzt in den Draft-Modus und jetzt ändere ich mal alle möglichen Regler. Und weil dein Verhalten, was du fachlich am Server hast, auch am Client nutzbar ist, kannst du die Kommandos einfach in eine Proforma-Domäne schicken, die du in Memory hältst. Die projiziert Events. Diese Events projizierst du wieder in einen Zustand. Aber das Ganze ist nur Draft. Wenn du am Ende sagst, nee, das gefällt mir nicht, rollback. Dann schmeißt du einfach die Events weg, projizierst nochmal, hast den alten Zustand wieder. Wenn du aber sagst, hey, das finde ich voll gut, jetzt wieder die Entscheidung. Jetzt kannst du die ganzen Anweisungen, die du hattest, an den Server schicken oder die Liste der Events an den Server schicken und der kann das dann einarbeiten. Mit den gleichen Kollisionen wie gerade. Genau. Schon mal merken, die Draft-Sachen hier sind grün umrandet. Ist gleich wichtig. Kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt haben wir Domain-Driven Design, strategisch. Warum wollen wir unsere Firma wie aufteilen? Ja, wir müssen unsere Teams strukturieren nach den Fachlichkeiten, weil die Sprache in der Fachlichkeit wichtig ist. Architekturen, eine sehr beliebte ist CQRS Event Sourcing, Actor Model ist eine gute Idee, Microservices mit Messages anbinden, die nach Bounded-Kontexten geschnitten sind, ist eine weitere Idee. All diese Dinge funktionieren gut, wählt das, was für euer Team geeignet ist. Wenn ich nachrichtenbasiertes Backend habe, kann ich mein Frontend ebenfalls nachrichtenbasiert machen. Und wenn das funktional reaktiv ist, habe ich diese sehr leichte Semantik, die nur auf Messages basiert. Alles werden testbare Blackboxen. Ich sage, bestelle Warenkorb. Die Wirkung sollte sein, Warenkorb wurde bestellt. Wenn ich sage, bestelle Warenkorb mit Produkten, die es nicht gibt, sollte die Wirkung sein, Bestellung wurde abgelehnt, ungültige Produkte. Bei der Projektionsseite, wenn ich sage, hey, folgende Events sind passiert, jetzt möchte ich fragen, wie sieht mein Warenkorb aus, erwarte ich folgende Antwort. Und beim Frontend kann ich sagen, ich möchte folgende Fragen stellen können und dann möchte ich folgende Anweisung geben können. Alles Blackboxen, die durch reine Nachrichten testbar sind. Was wir noch nicht besprochen haben, war das reine visuelle Design. Jetzt hier die F-Sharp-Variante von HTML und CSS. Wir haben ein Div mit den CSS-Klassen, Padding 4, Rounded Large, Shadow Large und so weiter. Wir stellen hier einen Urlaubsantrag. Und wenn der Urlaubsantrag ein Draft ist, also in der Entwurfsphase, ne, ich fülle meine Sachen aus, meinen Antrag aus, dann habe ich hier so ein Div mit einem Input und so, da kommt mein Name rein und from und until, eine Zeit, okay. Wenn das ein gestellter Antrag ist, den ich schon abgeschickt habe, dann kommt da auch der Name rein und from und until, okay, cool. Das haben wir soweit verstanden. Wenn ich jetzt einen von euch da morgen drauf gucken lasse, der es nicht gehört hat, habt ihr erstmal ein paar Minuten Arbeit mit, was passiert hier? So, wenn ich von so einem Code viel sehe, habe ich ein Problem beim UI-Design. Das Erste, was wir machen könnten, wäre also die CSS-Klassen alle einmal auf semantische Klassen reduzieren. Ganz oben Padding 4, Rounded und Shadow. Naja, das scheint eine Karte zu sein mit runden Ecken, die so ein bisschen Whitespace hat. So sehen alle meine Antragsformulare aus. Urlaubsantragsformular, Stempelzeitenformular und andere Anträge. Das heißt, ich mache mir eine Klasse Request Form. Jetzt muss ich nicht wissen, was das genau bedeutet, sondern nur das hier ist ein Request Form. Der Nächste, der ein Antragsformular gestaltet, nimmt die Klasse und sie sieht aus wie ein Antragsformular. Super geil. Hier habe ich so Dinge wie Border 1, Border Green. Naja, das ist einfach ein Draft. Im Drafting-Mode kriegen alle unsere Kästen einen grünen Rahmen. Das, was wir gerade gesehen haben. Das heißt, ich kann die CSS-Klasse Draft dranhängen an jede Komponente, die einen Rahmen haben kann. Und alle grünen Rahmen heißt, werden gerade gedraftet. Mega cool. Und was heißt hier eigentlich Background White Text Black Input und Background White Text Gray und so? Clicky, da. Das ist ein Immutable Input. Das heißt also, der Name, wenn ich einen Antrag stelle, ist nicht veränderbar. Ich logge mich ein und stelle einen Antrag, das ist also mein Name, der da steht. Ich kann ihn nicht bearbeiten. Ich kann aber das Von und Bis bearbeiten. Da steht aber ein Watermark drin, nämlich das aktuelle Datum oder sowas. Semantische CSS-Klassen machen, dass der Nächste versteht, warum das hier ist, nicht was hier ist. Das Was ist immer nur im zweiten Schritt wichtig. Während ich schreibe, klar, aber sobald ich verstehe, warum da etwas ist, extrahiere ich es in eine semantische Funktion. Hier unten genauso, bei den Anträgen, die schon gestellt sind. Ne, du bist mein Chef, du liest meinen Antrag, du kannst hier nichts bearbeiten. Aber du siehst meinen Namen und du siehst das Von und Bis. Momentan der gleiche CSS-Text. Aber es ist ein anderes Konzept.
Es kann sein, dass der Anfang eines Zeitraums und das Ende eines Zeitraums in Zukunft grafische Rahmen kriegen sollen. Momentan haben sie keinen, aber es gibt unterschiedliche Gründe, warum sie sich ändern. Also wähle ich einfach zwei getrennte CSS-Klassen mit dem gleichen Inhalt. Nur dadurch mache ich das Konzept klar, was haben wir hier eigentlich für ein Ding. Jetzt kann jemand sagen, das Ende eines Zeitraums sollte immer größer sein oder mit einem Pfeil oder einen Rahmen kriegen oder sowas. Ist das schon gut? Ist das schon Ende der Domänenfahnenstange? Natürlich rhetorische Frage. Was könnte man noch, ja genau, gut. Was könnte man noch optimieren? Da ist nicht viel Text am Bildschirm. Was davon kann man noch, was ist, frage ich anders. Was hiervon ist noch nicht Fachsprache? Jedes Div, dankeschön. Wir haben hier Div-Class, 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 alle mit einem String. Die sind alle strukturell identisch. Unser Auge als Programmierer sieht das häufig gar nicht mehr, weil das Gehirn das wegfiltert. Trotzdem ist dieses Wegfiltern anstrengend und eventuell irreführend. Was wir machen können ist, ich habe hier einen Requesting-Employee und eine Pick-Date-Funktion. Und da oben habe ich Requesting-Employee, ist einfach ein Div mit Immutable-Input-Draft als CSS-Klassen und das nimmt einfach den String, den ich als Parameter übergebe. Das heißt, Requesting-Employee mit diesem Namen ist folgender HTML-Inhalt. Einfach Refactoring to Deeper Insight. Wann immer du lernst, dieser Block, das ist eigentlich ein Requesting-Employee oder ein Pick-Date oder ne? Hier unten bei diesem Ding haben wir ja kein Requesting-Employee mehr, sondern einfach den Namen eines Employees und dann from und until. Einfach extrahieren in eine eigene Funktion, name, from und until, die dir jeweils das HTML zurückgeben, aber auch schon die semantischen CSS-Klassen nutzen. In diesem Fall haben wir zum Beispiel auch nur noch einmal Watermark Draft. Hier hatten wir es noch zweimal stehen, das ist Code-Duplikation, jetzt kann der Fehler passieren, wir ändern es an einer Stelle, nicht an beiden. Aber beides ist ein Date-Picker. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, wir machen eine Pick-Date-Funktion, haben wir einfach den Date-Picker einheitlich designt. Die Designsprache, die wir haben, also ein Pick-Date oder ein Date-Picker, ist Teil der ubiquitären Sprache. Fachleute müssen wissen, dass wenn meine Benutzer mit mir interagieren, folgende Dinge folgendes heißen. Ubiquitäre Sprache ist nicht nur Worte. Gesten sind ubiquitäre Sprache. Das bedeutet was. Das bedeutet was. So, Dinge haben je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen, aber in einem Kontext versteht man, was die heißen. Steuerzeichen am Flughafen haben halt irgendwelche. Ne? Was andere Dance-Moves nennen, ist da eine Arbeitsanweisung. Das heißt, die ubiquitäre Sprache sind alle Kommunikationsinhalte, die zwischen Fachleuten und denen, die das technische Lösungskonstrukt bauen, ausgetauscht werden können müssen. Unsere Designsprache wird Teil der ubiquitären Sprache und am Ende steht hier, hey, Urlaubsantrag ist ein Request-Form, match model request with draft, requesting employee mit diesem Inhalt, pick date from, pick date until. Bei einem requested, bei einem schon gestellten Antrag kommt hier der Name rein und from und until. Soweit wird es einfach lesbar. Was ich dafür gerne nutze, ist jetzt Post-CSS, aber das ist nur eine Geschmacksrichtung, so wie fast alles, was ich heute gezeigt habe. Ihr könnt all die Dinge austauschen durch andere Technologien, solange das Warum dahinter verstanden ist. Ich nehme Post-CSS, weil ich halt solche Klassen aus anderen Klassen zusammenstellen kann. Ich kann sagen, Timespan und End of Timespan ist einfach Name und Italic. Und Name selber ist White und Gray. So kann ich mir eine Hierarchie an Klassen aufbauen. Nehme Post-CSS, Pre-CSS, SAS, LAS, was auch immer es da gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin großer Fan von Tailwind. Wer es nicht kennt, guckt es euch an. Aber nicht wichtig. Das ist einfach nur domänengetrieben. Ich versuche immer mehr Refactoring to Deeper Insight. Wenn ich verstehe, was etwas ist und warum etwas ist, benenne ich das Ding so. Heute haben vielleicht einige in irgendwelchen Talks schon erwähnt, das Bullshit-Naming-Game nennt Dinge niemals so, wie sie im echten Leben aussehen. Oh, ich habe einen Kunden, ich nenne die Klasse schon mal Kunde. Nennt sie erstmal irgendwie Flibbidi-Flop und guckt, welches Verhalten drin steckt. Und je mehr ihr über das Verhalten lernt, gebt ihr einen Namen, der das Verhalten repräsentiert. Bei Kunden ist es häufig der Uniqueness-Name-Constraint. Es darf halt nur jeder Login-Name einmal vorkommen. Dann nenne ich es auch so. Username Uniqueness Constraint und nicht User, weil das ist nicht der User. Ich habe den User 50 Mal im System. Ich habe das Datenmodell für den User, das Read-Model, ich habe die User-Query, ich habe die User-UI, ich habe das User-Command und ich habe die User-Domänen-Objekte. Das ist aber nicht alles die Klasse User, sondern nennt die Dinge so wie das, was sie fachlich repräsentieren. Das ist schon die ganze Botschaft, die ich unbedingt mitgeben möchte auf allen Ebenen. Jetzt kommt die Frage, die ganz vorhin schon einmal kam. Sollte nicht die Core-Domain eigentlich auch die gesamte UI enthalten? It depends. Die Corporate Identity kann häufig ein Shared Kernel sein. Shared Kernel ist eines dieser Kommunikationsmuster, wie Kontexte zusammenhängen. Alle diese Kontexte, die eine UI haben, daraus treffen sich die Teams und gestalten gemeinsam die Corporate Identity. Das nennt sich Shared Kernel dann.
Das heißt, die Abhängigkeit ist, sie müssen sich alle an das halten, was da oben definiert ist, aber gemeinsam definieren sie, was da reinkommt. So können wir alle sagen, folgende Schriftarten, folgende Farben und Schriftgrößen bedeuten bei uns folgende Dinge. Diese Sprache ist eindeutig in dem Kontext da oben geregelt. Wenn das kollaborativ stattfindet, ist Shared Kernel genau das Pattern. Wenn es so ist, dass es da oben ein eigenes Team für gibt, ne, die Designer, die wir bestellt haben, beauftragt haben, diese Firma von außen sagt, das ist jetzt euer Design, dann ist das kein Shared Kernel, dann nennt sich das ein Open Host. 90 Grad Gefälle, die sagen, so ist es, wir schlucken und machen's. Aber das ist die Corporate Identity und an die kann man sich halten. Trotzdem kann ich meine eigene UI hier drin gestalten, solange sie die Regeln der Corporate Identity einhält. Und dann habe ich in meiner Kontextmap fachliche Inhalte und Komplexität. Ich habe eine User Journey, die halt aus den Geschichten der User erwachsen ist. Und wir haben noch Corporate Identity, wo sich alle dran halten müssen. Alles gemappt und können jetzt überlegen, welche Teams sollen sich um was kümmern. Manchmal gibt es ein eigenes UI-Team, manchmal gibt es eigene UX-Teams, manchmal sind das einfach Leute aus diesen einzelnen Abteilungen, die viel Ahnung von Menschen oder Design haben, die diese Dinge tun. Das hängt total von eurer Firmenstruktur ab. Da gibt es kein Patentrezept, sondern dieses Werkzeug hilft euch nur, die Entscheidung zu treffen, weil es Abhängigkeiten transparent macht und dann können wir in der Firma entscheiden, wer sollte sich darum kümmern. Das Ziel am Ende ist, nach wie vor nochmal zum Abschluss, wir wollen Code in Harmonie mit dem Business. Entwickler und Fachleute sind nicht gegenüberstehende Parteien. Im Gegenteil, wir sind nur dafür da, um fachlich was zu bewegen. Vorhin in der Panel-Diskussion gab es halt die Frage nach, ne, welche Werkzeuge und. Für mich ist DDD ein Werkzeugkoffer und jeder muss verstehen, wie man Säge und Hammer bedient und ich muss besser werden, auch in neuen Werkzeugen. Aber ich bin nicht da wegen Säge 3.0, die jetzt rot ist und ich finde nicht Hammer geil und rede nur über Hämmer, sondern ich restauriere Jugendstilmöbel. Natürlich muss ich verstehen, wie ich mein Werkzeug meisterhaft benutze, das ist Grundvoraussetzung. Lehrlinge, die noch den Hammer lernen, sind halt noch keine Meister-Jugendstil-Restaureure, aber sie fangen an, den Hammer zu lernen. Aber auch die sollten schon wissen, warum sie den Hammer benutzen, weil sie in Zukunft diese Dinge tun wollen. Biedermann-Schränke lackieren oder. Ich habe einen Purpose, der ist fachlich getrieben. Die Technik muss ich beherrschen, aber das ist nur das Handwerkszeug, um den eigentlichen Zweck zu erfüllen, den Fachleuten ihr Business besser zu machen. Wer mehr über das Thema lernen möchte, ich veranstalte meine eigene Konferenz in Berlin im Oktober, die KDDD-Konf. Wir hießen bisher immer Kandinsky, falls ihr davon schon gehört habt, aber aufgrund eines Rechtsstreites hat sich der Name geändert. Also Twitter, KDDD-Konf und die Webseite ist gerade in Transition. Kandinsky.com ist es momentan, KDDD-Konf.de in einer Woche oder so. Genau, das ist eine Konferenz um das Thema Domain-Driven Design, wo wir all diese Inhalte auf 2 Tage aufblähen und über all das in der Tiefe reden. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Go forth and have meaningful lives. Dankeschön.